Red One feucht. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich bin es, euer Red Feucht, und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Apples Keynote, dem kostenlosen Präsentationstool, was auf jedem Mac mit ausgeliefert wird, ein Intro erstellen könnt. Und zwar ja, so in der Form, wie ihr das jetzt bei mir hier seht in den letzten Videos. Ich habe es ja jetzt noch relativ frisch neu erstellt für 2020. Darüber hinaus ist auch mein allererstes Intro hier auf dem Kanal seinerzeit mit Keynote erstellt worden, und ich finde, dass das eben eine Option ist, die man definitiv hat, und man braucht kein teures Motion, Adobe, After Effects oder sonst irgendwelche super sündhaft, teils sündhaft teuren Tools, um eben ein simples Intro zu erstellen, denn mein aktuelles Intro ist ja relativ simpel. Aber ich will gar nicht lange jetzt um den heißen Brei reden. Wir schauen uns jetzt am Mac direkt an, wie man sowas hinbekommen kann. Ich habe dann da auch noch ein paar andere Intros, die ich mal für einen guten Kollegen, Hai Kumasi an der Stelle, gemacht habe, auch mit Keynote. Die schauen wir uns auch einfach mal an, so exemplarisch, damit ihr ungefähr seht, was man machen kann und ja, wo die Grenzen sind. Und ja, ich sage euch natürlich auch, was ich euch für Einstellungen empfehlen würde, damit das Ganze im finalen Produkt, wenn ihr das Ganze dann importiert in euer Videoschnittprogramm und so weiter und so fort, ja, wie man da vorgehen muss. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auf den Mac und dann sehen wir uns hier nachher nochmal bei einer kurzen Abmoderation. Bis später! So, jetzt sind wir hier auf dem Desktop meines Mac und als erstes würde ich sagen, starten wir jetzt mal Keynote, weil damit wollen wir jetzt ein Intro erstellen. Also entweder könnt ihr über euer Dock gehen und wählt Keynote hier unten aus. Oder geht sogar noch schneller im Zweifel, ihr drückt Command Space, dann geht die Spotlight-Suche auf und ihr gebt hier Keynote ein, bestätigt mit Return und dann kommt ihr zu diesem Dialog. So, hier gehen wir jetzt auf neues Dokument, denn wir wollen ja eine neue Präsentation bzw. ein Intro erstellen. Wir lassen das Ganze hier auf Breitbild stehen, weil üblicherweise macht ihr ja ein Intro im 16:9 Format für ein Video logischerweise. Und wir lassen auch jetzt hier die Standardvorlage mal ausgewählt. Und gehen dann da unten auch noch auf den Auswählen-Button, um das Ganze zu bestätigen. So, jetzt haben wir hier eine leere Präsentation, mehr oder weniger. Auf der linken Seite sehen wir alle Folien, die zu dieser Präsentation gehören. Oben haben wir das gesamte Interface mit den Hauptfunktionen, die wir uns gleich auch zum Teil anschauen werden. Und hier rechts haben wir jetzt das aktuelle Folienlayout angezeigt. So, ich möchte aber als erstes hier den Zoom-Faktor ändern, damit wir die ganze Folie sehen können. Also gehen wir hier auf Folie anpassen. So, jetzt sehen wir die ganze Präsentation und als nächstes nehme ich hier noch bei Erscheinungsbild Titel und Text raus, damit wir eine blanke Folie haben als Basis. Ihr könntet hier die Hintergrundfarbe wechseln. Wir lassen sie jetzt aber auf schwarz stehen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. So, dann gehen wir hier auf den Button Dokument und ändern hier nochmal die Foliengröße. Ich mache das immer deswegen, weil beim Export in ein Video aus Keynote heraus ist ein gewisser Qualitätsverlust vorhanden, und weil ich ja die Videos in Full HD produziere, gehe ich dann hier hin und stelle das Ganze auf 1440p bzw. 2560x1440, weil dann ist das exportierte Intro hinterher, also das Video aus Keynote heraus, ein bisschen größer als Full HD und wird dann entsprechend, wenn ich es dann importiere, in mein Video wieder ein bisschen runtergerechnet, aber dadurch geht halt dieser Qualitätsverlust, der bei dem Export aus Keynote entsteht, flöten, weil ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr etwas importiert in ein Projekt, was in einer größeren Auflösung gefilmt oder fotografiert wurde, im Fall von einem Bild jetzt beispielsweise, dann sieht das natürlich nochmal wesentlich schärfer aus, wenn ihr es irgendwo reinpackt, ja, in ein Video reinpackt, was dann letzten Endes ja doch wieder kleiner ist. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Auf jeden Fall stelle ich es, wenn ich ein Full-HD-Video mache, beziehungsweise ein Intro für ein Full-HD-Video haben möchte, definitiv größer ein hier unten. Das könnt ihr aber für euch selber ausprobieren, wie das für euch am besten passt. So, wenn wir das gemacht haben, ist die Basis eigentlich gelegt und wir können anfangen, jetzt darüber nachzudenken, wie unser Intro aussehen soll. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal eine Form, weil ich sage, mein Intro soll auf jeden Fall Formen beinhalten. Und zwar diese hier zum Beispiel. So, und weil ich die so schön finde, nehmen wir noch eine zweite. Kopieren und einfügen ist natürlich genauso wie im Finder auch. Command-C bzw. Command-V. Ihr könnt Objekte, die ihr hier einfügt, auf der Präsentation mit der Maus bewegen. Ihr könnt sie auch mit den Cursor-Tasten bewegen, Pixel für Pixel. Und wenn ihr die Shift-Taste haltet und dann
die Cursor-Tasten benutzt, dann springt das Ganze auch in größeren Abschnitten. Also das sind so die Möglichkeiten, wie ihr Objekte bewegen könnt. Alternativ könnt ihr hier oben, wenn ihr dann auf Format geht, anordnen, auch hier die Größe bzw. Position hier über diese Einsteller vornehmen. Ich gehe aber hier nochmal auf Stil, weil ich sage, das Ding soll jetzt aber grün sein. Das Ding ist jetzt blau. So, dann haben wir jetzt hier auch eben einen schönen Effekt, wie ich finde, den ihr bei Keynote oder auch bei PowerPoint beispielsweise habt, dass hier gewisse Ankerpunkte existieren, sodass ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr die blaue Form bewegt, euch automatisch angezeigt wird, wenn sie auf der gleichen Ebene oder Position jetzt zum Beispiel steht wie die grüne Form. Ist ja vielleicht gar nicht uninteressant, wenn ihr eben die Form genau ausrichten wollt und nicht eben komplett frei platzieren wollt. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal die, packen die hier hin, nehmen die, gehen jetzt hier über Anordnen und drehen die mal um 90 Grad und packen die hier oben links neben. So, dann duplizieren wir die jetzt nochmal und drehen die um 180 Grad und packen die hier unten hin. So. Und machen die zum Beispiel über Stil rot und packen zu guter Letzt noch eine letzte Form hinein, die wir dann um 270 Grad drehen und gelb machen. So, ihr könnt das Video natürlich anhalten und euch die Steps dann nochmal in Ruhe anschauen. Ich will jetzt nämlich nicht alles oder jeden Klick komplett erklären, weil dann wird dieses Video hier zu lang. So, jetzt haben wir hier diese vier Objekte, die wir jetzt als Gruppe verschieben können. Wenn wir daraus eine Gruppe machen wollen tatsächlich, können wir jetzt auch über Rechtsklick das Ganze gruppieren, dann wird daraus ein Element gemacht. Möchte ich jetzt aber mal nicht. Ich möchte die vier Dinger hier für sich alleine stehen haben. So, das heißt, wenn wir sie bewegen wollen, markieren wir sie alle oder wir gruppieren sie zwischenzeitlich und heben die Gruppierung wieder auf. Das geht natürlich auch, aber so geht es im Grunde auch, indem man einfach alles markiert und solange nicht mehr Elemente vorhanden sind auf dem Bildschirm, ist das ja so auch gut handelbar. So, nur ein Logo ist aber irgendwie auch langweilig. Das heißt, wir packen jetzt hier oben über Text auch noch einen Text rein, richten das Ganze hier aus. Ihr seht jetzt auch, dass der Abstand zwischen den Formen Rot-Gelb respektive Blau-Grün und dem Text jetzt in dem Moment, wenn ich das jetzt hier verschiebe, gleich groß wäre. Auch das ist wieder ganz schön, dass man solche Autozentrierungen oder Autopositionierung drin hat in Keynote. So, damit der Text jetzt auch hier an die Form angebappt bleibt, gehen wir hier oben auf Text und sorgen dafür, dass es nicht zentriert ausgerichtet wird, sondern links ausgerichtet wird. Okay, da müssen wir es jetzt doch nochmal bewegen, alles klar. Und schreiben jetzt rein, das ist unser Intro. So, dann könnt ihr, wenn ihr doppelklickt, den Text auswählen, wenn ihr alles markieren wollt, natürlich mit Control bzw. Command A alles auswählen, denn ich will das Ganze jetzt hier noch einen ganzen Batzen größer machen. Sagen wir mal 100 Pixel bzw. PT, ich weiß gar nicht, was das für eine Einheit ist. Auf jeden Fall stellen wir die Schrift jetzt mal, ach Punkt glaube ich, Point, ja. Stellen wir es einfach mal auf 100 und nehmen auch eine andere Schrift, die vielleicht etwas schicker aussieht. Phosphat klingt ja nicht schlecht. Erinnert so ein bisschen an Jurassic Park. Naja, das ändern wir mal. Nehmen wir Arial Black. Und gehen hier über die Optionen noch hin und machen das Ganze mal, Moment, komplett auf Großbuchstaben. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. So, dann prüfen wir nochmal, dass das hier alles richtig ausgerichtet ist. Nehmen das ganze Paket und zentrieren es jetzt genau auf die Mitte des Bildschirms. Und dann haben wir jetzt hier diese Elemente. Und jetzt, wenn wir sagen, das ist jetzt unser Intro, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Was wir jetzt natürlich haben, ist ein statisches Bild. Und wenn wir es jetzt exportieren würden, dann haben wir auch im Grunde nur dieses statische Bild. Also wenn ich jetzt hier oben die Präsentation starte, dann kommt es direkt so. Könnte man natürlich auch schon als Intro verwenden und dann im Schnittprogramm mit Einblendungen, Ausblendungen oder anderen Effekten arbeiten. Also sprich, einfach nur ein Bild als Intro nehmen, es auf eine gewisse Länge ziehen. Wir wollen hier aber jetzt auch schon eine gewisse Form von Animation und Bewegung drin haben. Deswegen fangen wir an, das jetzt einzufügen. Fangen wir exemplarisch an mit der blauen Form.
So, um den ganzen Krempel jetzt zu animieren, gehen wir hier oben logischerweise auf den Animieren-Knopf. Dann gibt es jetzt hier drei Möglichkeiten für eine Animation: den Aufbau, die Aktion und den Abbau. Aufbau ist natürlich klar. Was soll passieren am Anfang mit diesem Objekt? So, wenn wir jetzt hier einen Effekt hinzufügen wollen, dann können wir uns einen aussuchen. Nehmen wir zum Beispiel mal hier hineinbewegen und gehen auf die Vorschau. Dann seht ihr, dann würde die Form eben auf die Art und Weise reinkommen. Ich finde das eigentlich ganz schick. Wähle das jetzt mal aus, möchte aber die Standardrichtung dieser Animation nicht von links nach rechts haben, sondern weil es ja ein Dreieck ist, lassen wir es doch auch mal von oben links nach unten rechts reinfliegen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann passt das doch, wie ich finde, ganz gut. Die Abprallanimation am Ende können wir theoretisch abstellen. Da wird das Ganze am Ende leicht abgebremst und bleibt direkt auf der Position stehen, wo es hinterher tatsächlich auch sein soll. Und das finde ich eigentlich ganz schick. Dauer und Richtung der Animation, also die Richtung haben wir ja gerade eingestellt, machen wir die Dauer mal ein bisschen kleiner, damit es schneller reinkommt. Ja, das finde ich ganz gut. So, und jetzt hätten wir die erste Animation drinne. Wenn wir jetzt gleich die weiteren Objekte animieren, macht es Sinn, jetzt schon hier unten auf den Button Abfolge zu gehen, denn dann geht das Fenster auf. Das würde ich euch auch empfehlen, immer irgendwie im Blick zu behalten. Machen wir es mal ein bisschen kleiner, denn hier habt ihr nachher die Übersicht aller Animationen eurer Präsentation drinne. So, im Moment haben wir nur dieses eine Dreieck, was ihr jetzt auch links markiert seht, ausgewählt und animiert. Und ich stelle hier unten jetzt direkt mal ein, dass das Ganze nicht durch Klick passieren soll, weil wenn ihr das hinterher als Video exportiert, dann soll es ja auch automatisch laufen. Das heißt, wir sagen hier nach Übergang und machen eine kleine Verzögerung rein von 0,3 Sekunden, damit es nicht sofort reingeflogen kommt, sondern erst mit einem bisschen Zeitversatz. Wenn wir uns das jetzt anschauen über Vorschau, dann habt ihr gesehen, dass es jetzt einen kleinen Moment dauert, bis das Dreieck tatsächlich erscheint. So, dann machen wir jetzt einfach exemplarisch weiter mit dem Grünen. Auch eine Aufbauanimation. Nehmen jetzt dieselbe, packen das jetzt aber eben von rechts oben nach links unten, was nämlich dann schöner aussieht, wenn wir uns das jetzt mal hier angucken. Genau. Animationsdauer würde ich dann genau wie bei dem ersten Dreieck auch auf 0,6 stellen, damit das zusammenpasst. Und wenn wir jetzt hier wieder in der Abfolge sind, sagen wir, die zweite Animation soll nicht durch Klick kommen, sondern entweder nach der ersten Animation. Da ich aber will, dass das gleichzeitig reinkommt, sage ich, es soll mit Animation 1 starten. Dann wird das Ganze hier oben gebündelt und wenn wir die Vorschau sehen, dann seht ihr, dass das zur gleichen Zeit reingeflogen kommt. Ihr habt auch jetzt noch gesehen, dass der Abpraller für das grüne Dreieck aktiv ist. Machen wir jetzt mal weg, denn dann sieht es noch schöner aus. Ja, das ist doch schon mal eine tolle Animation. Und ich mache das Ganze jetzt mal exemplarisch noch für das rote und gelbe Dreieck. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alle Dreiecke animiert und wenn ihr das jetzt das Ganze mal sehen wollt, könnt ihr jetzt hier wie gesagt in dem Abfolgefenster auf Vorschau klicken oder hier oben auf Start klicken, dann seht ihr es im Vollbild und zack, kommen jetzt die vier Dreiecke reingeflogen, jeweils aus der Ecke, aber der Text steht jetzt halt noch statisch dort. So, und ich würde sagen, packen wir den auch noch mit einer schönen Animation rein, aber der soll jetzt mal mit einem anderen Effekt versehen werden. Nehmen wir mal den Schreibmaschinen-Effekt. Ja, ich denke mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, der soll jetzt aber definitiv nach den Dreiecken kommen. Das heißt, wir sagen nach Animation 4. Und wenn wir jetzt nochmal auf Vorschau gehen, sieht das Ganze so aus. Und ich finde, das ist ja schon gar nicht mal so verkehrt. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen fetziger zu machen, schließen wir mal temporär das Abfolgefenster, können wir jetzt natürlich diese ganzen Elemente noch anpassen. Aber das ist im Grunde genommen diese ganze Formatierungsgeschichte, die ihr aus jedem Office-Produkt auch kennt. Wir machen es jetzt aber mal für den Text nochmal kurz. Gehen auf Format, gehen auf Stil, fügen eine Reflexion ein und machen die noch etwas stärker. 75% sieht doch gut aus. Rahmen weiß ich nicht. Nee, dann macht er, glaube ich, einen Rahmen um den ganzen Text, richtig? Nee, das sieht nicht schön aus, also lassen wir den Rahmen mal weg. Gehen auf Text und packen da mal zum Beispiel noch eine Kontur drum. Machen die aber
in einer neutralen Farbe, hellgrau zum Beispiel, und ein bisschen dicker, 3 Punkt vielleicht, ja. Schatten macht keinen Sinn bei einem schwarzen Hintergrund. Ja, und das sieht auch irgendwie doch blöd aus. Machen wir mal eine andere Farbe. Ich weiß es nicht. Ja, komm, damit es richtig fancy bunt wird. Violett. Und setzen das hier auf 5. So, jetzt haben wir noch eine Reflexion drin. Und eine Kontur für den Text. Gleiches können wir jetzt natürlich für unsere Dreiecke machen. Gehen wir hier auch auf Stil und Reflexion. Wobei Reflexion jetzt hier echt nicht schön aussieht, wie ich finde. Naja, lassen wir es einfach weg. Aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann das Ganze jetzt natürlich noch verschönern. Wobei das jetzt nicht wirklich schön aussieht mit dem Lila da drum. Aber es geht ja nur darum, um euch zu zeigen, wie ihr das Ganze jetzt noch schicker machen könntet. So, gehen wir jetzt nochmal auf die Animationsabfolge. Ja, checken das Ganze, ob das soweit passt. Und wenn wir meinen, dass es passt, können wir uns das Ganze abschließend nochmal angucken. Die Objekte kommen reingeflogen, der Text wird per Schreibmaschine reingedruckt und ich würde sagen, das Ganze ist jetzt mal so in Ordnung. Wenn das Ganze so für euch in Ordnung ist, dann geht ihr jetzt auf Ablage, exportieren und sagt jetzt hier eben, ihr wollt einen Film exportieren und wählt dann hier bei Film aus, es soll selbstlaufend sein, weil wie gesagt, ihr könnt ja jetzt nicht mehr klicken. Dann sagt ihr, ihr wollt alle Folien exportieren. Ich mache die Verzögerung hier immer raus. Hier steht zwar, Zeitangaben gelten nur für anklickbare Ereignisse, trotzdem mache ich es immer per se auf 0. Und hier stellen wir eben jetzt beim Export auch eigene Auflösung ein. Und dann wählen wir genau die, die wir eben für die Präsentation gewählt haben. Das heißt 2560 x 1440. Und bei der Komprimierungsart, je nachdem, womit ihr es weiterverarbeiten wollt, wählt ihr natürlich das Beste aus, was geht. Ich nehme Apple ProRes 422, denn dann wird es in der besten Qualität exportiert, die möglich ist. Und dann gehe ich hier auf Weiter. So, jetzt könnt ihr das Ganze natürlich exportieren. So, und dann wählen wir uns jetzt hier einen Ordner aus. Ich bin jetzt auf Filme und Ready for Upload. Das ist mein Standardverzeichnis, wo ich auch meine Videos reinpacke nach Export. Und können das Ganze jetzt hier benennen. Intro, Test und sagen dann am Schluss exportieren. Das Ganze dauert dann eine Weile. So, und wenn wir uns jetzt nochmal einen Finder holen, machen wir einen neuen auf. So, wenn wir dann jetzt nochmal den Finder öffnen und dann zu dem entsprechenden Verzeichnis navigieren, dann haben wir jetzt hier unser Test-Intro. So, ob das jetzt alles richtig funktioniert hat, können wir ganz leicht rausfinden, indem wir das Ganze öffnen. So, standardmäßig wird es mit QuickTime geöffnet. Dann gehen wir hier auf Fenster, Filminformationen einblenden und dann seht ihr, wir haben im Format Apple ProRes 422 exportiert in der Auflösung 2560x1440 und mit 30 FPS. Das ist der Nachteil im Zweifelsfall, je nachdem, was ihr für ein Video Ausgabeformat wählt. Wenn ihr jetzt natürlich 60 FPS Videos macht, dann müsst ihr das Ganze natürlich in ein 60 FPS Video importieren. Dann kann das Ganze vom Bewegungsablauf her ein bisschen wieder sich verändern, aber das lässt sich alles im Schnittprogramm dann hinterher regeln. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon gesagt im Video, auch die ganzen Sounds und so weiter und so fort, die ihr jetzt bei meinen Intros beispielsweise kennt oder drin hattet in der Vergangenheit oder die ich drin habe, die habe ich natürlich nicht in Keynote gemacht. Ihr könnt auch in Keynote Sounds einfügen, aber es macht Sinn, das im Schnittprogramm hinterher zu tun und es dann auch richtig in der Timeline vernünftig platzieren zu können. Auf jeden Fall sind die Exporteinstellungen hier aber soweit in Ordnung. Wenn wir das Ganze jetzt mal ausrichten und uns angucken, dann sehen wir, dass wir jetzt hier unser Intro haben, in Form eines Videos, fertig zum Import in ein Videoprojekt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier eine Auflösung gewählt haben, die über Full HD liegt, wird natürlich die Bildqualität hier von dem Ganzen schärfer, wenn wir es jetzt in ein Full HD Projekt importieren, weil das Ganze dann natürlich runtergebrochen, runtergerechnet wird und dadurch automatisch ein bisschen schöner aussieht. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, weshalb ich eben nicht beim Export Full HD benutze, sondern eben diese Auflösung. So, das wäre es dann aber eigentlich auch schon zu diesem kleinen Netzhelp respektive Tutorial. Wir können uns jetzt gerade noch mal Intros anschauen, die ich auf gleichem Wege gemacht habe. Wenn ich es finde, genau hier, habe ich nämlich einen Sample-Ordner vorbereitet und da sehen wir jetzt zum Beispiel mal, mein allererstes Intro ist ja mit Keynote erstellt worden und sah so aus.
eine schöne Trace-Animation für Text und Elemente und am Ende diesen tollen Reinfalleffekt mit Staub am Ende. Ich glaube, Amboss heißt der ganze Krempel. Können wir ja gerade gucken. Na, nee, Trace. Doch, da, Amboss. Ja, und das möchte ich auch einfach nochmal gezeigt haben. Das gute Intro, was ich für den lieben Kumasi gemacht habe, der ja mal den Kanal Technik HD hatte und für den ich dieses Intro erstellt habe. Auch hier seht ihr die Animationsreihenfolge, sind einige Animationen, die parallel zum Teil ablaufen und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Tja, und ich finde wirklich, dass es ja ziemlich viele Möglichkeiten gibt. Ich meine, ich habe euch jetzt natürlich nicht alles gezeigt, das Video ist wahrscheinlich ist doch dann auch relativ lang geworden und ich bin jetzt natürlich trotz alledem nicht auf alles im Detail eingegangen, weil sonst würde das Video ewig dauern. Aber ich denke mal, ich habe euch grundsätzlich gezeigt, dass es theoretisch möglich ist mit einem Tool, was primär ja eigentlich gar nicht wirklich dafür gedacht ist, nämlich ein Präsentationstool, was darüber hinaus auch nichts kostet, ja, dass es damit möglich ist, eben Intros zu gestalten für ein YouTube-Video oder auch für andere Dinge, wie auch immer. Und dass ihr eben nicht die teils teuren Profi-Tools braucht, um sowas zu bewerkstelligen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns jetzt gleich, wie gesagt, nochmal bei einer kurzen Abmoderation. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da natürlich auch noch dran bleibt und wir uns dann gleich da eben nochmal sehen. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick darüber bekommen, wie man mit Apples Keynote oder auch beispielsweise mit PowerPoint, wenn ihr euch da besser auskennt, könnt ihr es da natürlich genauso machen, weil ich glaube, da gibt es die Exportfunktion in einem Video natürlich auch. Jedenfalls, wie ihr mit so einem Tool im Grunde auch simple Intros zumindest erstellen könnt. Klar, wenn es dann um 3D-Animation und auch vernünftige Integration von Audio-Files und sowas geht. Ich habe es ja gesagt, das habe ich jetzt nicht in Keynote selber gemacht, bei meinen Intros bisher auch nicht. Sondern die Soundfiles, wenn denn welche existieren bei dem Intro, habe ich immer hinterher im Schnittprogramm hinzugefügt. Und da muss man da im Zweifelsfall auch noch ein bisschen an dem Timing hin und her schieben und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn ihr ein Intro ohne Ton komplett machen wollt, ist das eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Und ihr habt ja gesehen, was es für Optionen gibt. Die Optionen sind vielfältig und eigentlich ist eure Kreativität letztendlich das, was euch ausbremst oder eben ja, dazu bringt, ein super tolles Intro zu erstellen. Und natürlich war das, was ich euch jetzt gezeigt habe, noch bei weitem nicht das Komplexeste, was es auf diesem Planeten gibt. Und ihr könnt euch da natürlich austoben. Aber ich hoffe mal, dass ich euch da einen gewissen Einblick gegeben habe, was grundsätzlich möglich ist oder möglich wäre. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Däumchen. Würde mich natürlich sehr freuen. Kommentiert mal drunter, wie ihr eure Intros so erstellt, was ihr für Tools benutzt, wie ihr damit arbeitet und ja, postet auch gerne mal eure Intros, wenn ihr die irgendwie in Einzelform vorliegen habt, dann gucke ich mir die auch an, was weiß ich. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, keine Frage, wenn euch dieses Video oder generell meine Videos hier auf dem Kanal gefallen. Würde mich aber dann jetzt tatsächlich verabschieden, weil das Video mit Sicherheit sehr lang geworden ist. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, denn ich nehme das Ganze hier an einem sehr stürmigen Sonntag auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eventuell das ein oder andere davon mitbekommen hat im Hintergrund. Also Wind und Sturm herrschen nämlich gerade massiv. Und falls man das gehört haben sollte im Video, tut es mir leid. Aber gut, ist es einfach mal so. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Euer Red Feist. Ciao.